Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und es ist soweit, ich bin wieder live. Ich bin morgen live, Leute, seid gerne mit dabei, es wird wild. Wir gehen rein, absolute Eskalation, Lunar-Event, Mondneujahrs-Event wird auch rauskommen. Und wir kriegen neue Icons und den 12. Mann in, im Toti-Event. Einfach im Toti-Event, Leute, es wird richtig geil. Wir gehen wieder rein in die Packs, wir öffnen wieder ein bisschen was. Da wird ein bisschen was am Start sein, denke ich mal. Das ein oder andere Pack, denke ich mal, auch. Ich habe ein paar Münzen. Vielleicht machen wir so eine Art Team-Upgrade, mal gucken. Gibt es ja aktuell ein paar Spieler, auf die ich Bock hätte. Kann man vielleicht auch an meiner Beobachtungsliste sehen. Da ist ein bisschen was drauf. Also, ja, mal sehen, was noch so passiert. Aber hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Vor allem der hier schaut mich an. Aber, ja, werden wir mal sehen. Werden wir einfach mal sehen, was hier noch so passiert ringsrum. Habe ich auf jeden Fall Bock auf die ganzen Spieler hier. Ja gut, man braucht vielleicht natürlich auch ein bisschen Packluck, um an die Münzen ranzukommen. Aber da werden wir doch mal sehen, das wird doch noch irgendwie klappen. Gut, zuallererst möchte ich natürlich nochmal kurz gucken hier und euch zeigen, hier sieht's aus, so sieht's aus mit dem Star Pass. Es kann also sein, dass wir wahrscheinlich morgen schon hier KDB mitnehmen können. Keine Ahnung, ob ich den spielen werde, weil er hat halt leider nur 94, ne? Ist so eine Sache, er hat leider nur 94 und... ja, da brauche ich dann wieder zwei Mascheranos, um den auf 96 und so zu bringen. Ich brauche aktuell so viele Mascheranos. Das ist so geisteskrank, wie viele Mascheranos ich brauche. Das ist wirklich, puh. Weiß nicht, ob es euch auch so geht. Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Aber so, wie es aktuell läuft, puh. Ist echt krass. Ist wirklich, wirklich krass mit den Mascheranos. Im neuen Event wird es dann wahrscheinlich noch ein paar geben. Schauen wir uns gleich noch an. Aber das könnte auf jeden Fall nochmal richtig heftig werden. Dann habe ich auch weitergespielt bei Icon Evolution. Da bin ich sogar ziemlich weit jetzt gekommen, tatsächlich. Also, naja, was heißt weit? Ich glaube, ihr seid alle weiter, aber ich habe jetzt 500 Punkte zusammen. Ja, ich kann jetzt auch meinen Rivaldo umtauschen. 90er Rivaldo am Start, schön. Auch wenn ich dann den 93er nicht gebrauchen kann insgesamt. Aber, ja, vielleicht für eine SBC oder so kann man den dann aufheben. Bin ich auf jeden Fall gespannt insgesamt, aber, ja, nehme ich dann mal mit. Mal gucken, 500 Punkte, 400 fehlen mir noch hier für dieses Pack. 23 Tage habe ich noch. Ich denke mal, sollte ich hinkriegen. Und dann bin ich gespannt, was ich hier bekomme. Aber dieses Pack ist so geisteskrank. 85 bis 97, 10 Mal. Boah, da hätte ich so Bock drauf, das Ding reinzuhauen. Oh ja, das wird auf jeden Fall eine ganz krasse Sache. Eine ganz wilde Nummer. Hier kommen wir dann auch im Stream, denke ich mal, ein bisschen weiter. Das öffnen wir dann auch hier mit. Und kriegen dann hoffentlich hier vielleicht ein bisschen was Geiles. Wir werden sehen, was passiert. Hier gibt es dann auch nochmal was Neues. Mal gucken, was da noch so kommt. Und dann gibt es hier auch irgendwann noch, jawohl, Frimpong. Den hole ich mir auf jeden Fall dort ab. Muss ich dann auch kein Geld mehr ausgeben. Aber für den brauche ich dann auch nochmal ein bisschen Training und so. Ah, da brauche ich auch noch ein paar Mascheranos. Das ist alles so ein bisschen, alles ein bisschen blöd. Aber naja, dann ist es halt so. Trotzdem habe ich Bock drauf, freue ich mich. Und wir gehen dann absolut rein, ey. Komplette Eskalation im Stream. Klare Sache. So, das erstmal dazu. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz zum Umtausch. Da werden wir dann natürlich auch nochmal ein paar Umtauschdinger machen. Vor allem im Stream. Ich würde einfach mal hier das Ding hier nochmal kurz durchfeuern. Also ein bisschen was. Jetzt nicht allzu viel, weil ich möchte ja noch ein bisschen was hier auch aufheben. Aber vielleicht kriegt man nochmal einen Walkout. Ich habe jetzt von vielen gesehen, dass es auch oft keine Walkouts gibt. Aber ich habe bei mir gefühlt in jedem zweiten oder dritten Pack einen Walkout. Werden wir mal reingehen. Und hier haben wir wieder einen Walkout drin. Da ist er wieder. Das ist aber jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Aber es sind wenigstens Walkouts. Es sind Walkouts, Estupinian. Ja gut, nehme ich mit. Aber ist halt gut für andere Umtauschpacks. Aber gut, für mehr wahrscheinlich auch nicht. Muss mal gucken, wie viele Spieler habe ich denn eigentlich. Na gut, so viele sind es gar nicht. Da würde ich mal nach dem Umtausch dann lassen, damit wir noch ein bisschen was für den Stream haben. Ist ja klar. So, zack, Umtausch. Es ist jetzt erstmal der letzte. Vielleicht ziehen wir sogar nochmal einen Walkout daraus. Noch einen? Ja, diesmal nicht. Schade. Oh, aber ein 84er. Der ist dann halt, der wäre auch wieder ein Walkout, der André. Aber gut, können wir dann schön aufheben für die anderen Umtauschdinger, die wir hier noch so machen. Vor allem den hier, da habe ich Bock drauf. Da brauche ich auch nochmal hier. Gut. Ist ganz gut, dass ich aufgehört habe zwischendurch, aber ich kriege ja noch ein paar Spieler durch die ganzen Packs und so. Und ja, werden wir sehen. Aber habe ich Bock drauf, Leute. Kriegen wir noch hin. Und ich kriege ja noch ein paar
Gems auch hier im Pass und ich kann ja dann noch hier mit meinen Punkten, mit meinen Division Rivals Punkten, ich komme safe, denke ich mal, auf die 10.000 Gems auf jeden Fall. Und im Shop gucke ich jetzt tatsächlich mal, ich muss mal kurz gucken hier. Also es gibt ja auch neue Luna Event Angebote dann auf jeden Fall. Aber hier hatte ich Bock auf dieses Pack hier tatsächlich. Ja, das kann gut sein. Es kann mich auch brechen. Ich glaube, beim letzten Mal hat es mich mies gebrochen. Und das hier hatte ich beim letzten Mal auch geöffnet. Aber ich glaube, das werde ich diesmal nicht öffnen. Mal sehen. Aber, na, weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht ganz so. Ja, dann mal gucken, was so bei Luna rauskommt. Vielleicht werden wir auch da ein bisschen was öffnen. Mal sehen, was da dann die genauen Packs sein werden. Habe ich jetzt hier eigentlich noch ein... Ja, ich habe noch 180 Punkte da. Ich habe noch 180 Punkte. Ja, dann werde ich hier einfach mal hier reinhauen, denke ich. Ja, warum nicht, ne? Vielleicht haben wir Glück und ziehen jetzt was Krasses. Wahrscheinlich eher nicht. Aber... Ah, ich dachte schon, jetzt wird es ein Walkout. Ich dachte schon, jetzt kommt der Walkout. Das wäre es gewesen aus diesem Pack da. Perfekt. Ich glaube, das spielt doch auch sowieso keiner mehr richtig. Dieses Turnier da. Also... Weiß nicht, eigentlich kann man da ziemlich viele Gems bekommen, aber ja, weiß ich jetzt nicht ganz so. Thema Gems, da habe ich auch, glaube ich, hier noch eine Aufgabe, wo ich noch was bekommen kann. Genau hier, auf Level 20 trainieren. Was ist denn da bei mir der nächste? Oh, Barella. Barella auf 20, das wäre schon ganz geil. Weil da kriege ich noch ein paar Gems tatsächlich. Oh, ah, das wird knapp hier. Uiuiui. Ich will natürlich keine 70er reinhauen. Ich will auch keine 70er reinhauen, das ist sonst ein bisschen... Bisschen blöd, aber ich will auf jeden Fall auf 20, da kriege ich nochmal 1500 Gems, Leute. Das ist geil. Das will ich auf jeden Fall noch, aber gut, werden wir mal sehen hier. Ich würde mal sagen, wir starten auch mal rein und gucken mal, was es noch Schönes so gibt. Und zwar ist ordentlich was geleakt worden. Es ist ordentlich was geleakt worden zum Event, zum Luna-Event. Ich denke mal, da schauen wir einfach mal rüber und auch zum Toti, zu den Updates und... Ja, damit wir wissen, was dann eben morgen auf uns im Stream drauf zukommt. Es gibt wieder einen Livestream auf dem offiziellen Kanal von EA Sports FC Mobile. Da könnt ihr auch gerne nochmal nachschauen. Wir werden so ein bisschen so durchskippen. Aber wenn ihr da nochmal genauere Informationen, was auch immer haben wollt, dann einfach hier zack auf diesen Kanal gehen. Zack und hier dieser Livestream. Da wurde alles angekündigt. Und da gehen wir jetzt auch einfach mal rein und schauen uns das Ganze an, was da eben auch noch mit abging. Natürlich hier wir die EA-Mitarbeiter, die das Ganze announced haben. Und dann haben wir hier auch, gut, die Qualität ist jetzt nicht so schön, aber man kann ja grob erahnen. Vielleicht kriege ich hier die Qualität noch ein bisschen besser hingestellt, oder ist die so? Ah, 360p, was ist denn das? Was ist denn das hier? Machen wir natürlich hier auf die 1080. Also 380p ist ja bodenlos. So sieht's doch aus hier. Also, wir haben nämlich Ronaldo als 12. Mann, das war ja schon vorher klar, aber trotzdem cool. Cristiano Ronaldo hat hier auch seine Karte bekommen. Ja, von der Leistung her kann man sich drüber streiten, ob er es verdient, in der Saudi-Liga zu spielen und dann so eine Karte zu bekommen. Ich denke mal, viele haben einfach nur für ihn gestimmt, weil sie einen Ronaldo spielen wollen und nicht wegen seiner Leistung. Einfach nur, weil er eine große Fanbase hat. Aber gut, das einmal dahingestellt. Das ist ein anderes Thema, das ist ein Thema für sich. Aber auf jeden Fall hier 12. Mann wurde geleakt. Und die neuen Icons, Hullit, Carlos Alberto, Baggio, Bergkamp, Van Persie. Das sieht schon echt geil aus. Krasse Icons. Auf Hullit hätte ich so Bock, sage ich ehrlich. Auf Alberto auch. Ich hätte auf alle so krass Bock. Aber gut, das ist auch... Ah ja, die sind alle ultra teuer. Ich habe keine Coins. Was will ich sagen? Was will ich sagen? Wen wollt ihr davon gerne haben? Schreibt es mal in die Kommentare. Eieiei. Und dann sind hier auch noch die neuen Spieler fürs Luna-Event. Und Leute, guckt euch das mal an. Guckt euch auch nochmal diese Spieler an fürs Luna-Event. Das ist doch so geisteskrank. Pelé als ZOM. Seedorf 96 ZM. Das sieht so krass aus, ey. Wenn man hier schaut, das ist so, so krass. Foden, Shevchenko, Davis. Auch dieses Kartendesign von Foden. Boah, ist das geil. Ja, Alvarez, Estupinian, das sind so viele neue, geile, krasse Karten. Also wirklich, ja, ja, ja. Und hier sogar Sancho auch hier, Bundesliga-Karte wiederbekommen. Geil, 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 geil. Und natürlich auch Davis hier. Boah, das ist ein ordentliches Pfund, muss ich sagen. Also was sagt ihr? Also Kartdesign eine 10 von 10 mal wieder. Aber wie findet ihr das Ganze? Schreibt es mal in die Kommentare. Wen wollt ihr gern spielen? Genau. Und wir kriegen natürlich auch einen Pfad C, das ist ja klar. Da gibt es neue Rewards, wir bekommen Leao, wir bekommen Ødegaard und es gibt natürlich auch bei Utoti wieder ein bisschen was zu holen. Es gibt Mascherano, das ist geil,
weil Mascheranos braucht man. Das ist schon mal eine gute Sache. Da hat EA schon mal wieder ein bisschen auf mich gehört tatsächlich. Genau, dann Hauptkapitel im Luna-Event. Ihr seht, es gibt wieder ein bisschen was zu holen, indem man eben spielt. Tägliches Spielen wird wieder so eine Sache sein. Oh, ich glaube, zum Tod, EA. Man muss ja jetzt schon ein bisschen was spielen so und jetzt noch mehr spielen. Oh, das ist wieder eine komplette Spieleskalation tatsächlich. Ja, also viel zu holen, man kann hier wieder bestimmte Tokens holen, dann gibt es wahrscheinlich dann hier wieder, also es ist natürlich so ein kleines Side-Event, also da ist jetzt nicht wirklich groß was dabei, aber halt geile Spieler, man kriegt bestimmte Belohnungen hier zum Schluss raus, man kann hier wieder Kids bekommen, man kann auch wieder Bälle bekommen bestimmt und neue Logos und so, und dann gibt es eben hier, das kennen wir auch schon aus den letzten Jahren, dieses ja, Angebot hier, wo man eben die Möglichkeit hat, einen Foden zu bekommen. Am Ende kriegst du nur die ganzen, keine Ahnung, 88er Spieler. Aber das hatten wir schon die letzten Jahre. Das ist eigentlich ganz cool. Und ja, also wahrscheinlich kriegt man immer zum Schluss irgendwie erst den Foden. Aber ja, ist eine coole Sache, denke ich. Kann man ganz gut machen. Kann man schön reinstarten. Also ja, warum denn nicht? Auch wenn wahrscheinlich das Glück begrenzt sein wird, aber das ist schon heftig. Und es gibt einen neuen Star Pass, Leute. Das heißt, Davis ist im Star Pass als LV. Boah, vielleicht hole ich mir den Pass, sage ich ehrlich. Wenn ich das so sehe, mit einem Davis 94 im Pass. Ja, das ist krass. Also ein Davis im Pass. Boah, hätte ich schon Bock drauf. Ich weiß nicht, ob man es nochmal genauer sieht hier. Hier, jetzt hier sieht man es nochmal ein bisschen genauer. Davis im Pass, Alter. Boah. Das ist krass. Und eben halt noch ein paar Mascheranos und so bekommen. Sehe ich mich schon, sage ich ehrlich. Quests gibt es natürlich auch nochmal. Ein paar Packs, die man da bekommen kann. Ultra-Packs, Standard-Packs. Wie eben jetzt auch hier im Toti. Hier sind auch mal alle Spieler auch mit abgebildet tatsächlich. Da sind schon mal ordentlich welche dabei, ne? Sergio Busquets sehe ich gerade. Klostermann sehe ich auch noch hier für die Bundesliga. Puh, das ist schon krass. Krass, krass, krass. Gut, hier wurden dann noch die ganzen Ratings angeschaut. Das ist jetzt erstmal nichts weiter. Also falls ihr da nochmal genau was sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare oder schaut euch einfach hier das Ganze an. Hier werden nochmal die ganzen Dinge durchgegangen, hier die ganzen Spieler mit den Stats und was auch immer. Also wenn ihr das wissen wollt, dann schaut da gern vorbei. Also, kleines Side-Event kommt und wir bekommen krasse Icons, krasse Spieler fürs Toti. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sind nämlich morgen live. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.